Letztes Mal vor, okay, doch nicht. Es geht doch noch nicht rein. Es wird noch eine ganze Weile dauern. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Why? Ich meine, das ist das einzige Mal im Jahr, weil das der letzte Stream vor Weihnachten ist. Akzeptiere ich's. Wieso? Ein Weihnachtsgeschenk. Ein Weihnachtsgeschenk von Admiral Krall zur Feier des Tages. Weil morgen ist Weihnachten und da kann man was verschenken. Diesmal akzeptiere ich's. Nicht wahr? Das ist klar, das gediegen, das, okay. So, Freunde, Brüder, Kandidaten. Die helle Leuchte. Zuerst, ich sitze, ach so, weil ich aus Lego Fortnite komme, sehe ich zuerst jetzt immer den Lego-Skin. Den hebe ich mir immer eigentlich lieber für das Zweites auf, weil dann sieht man, wie heiß es sie in Lego umgesetzt haben. Na gut. Er ist vom Licht beseelt. Moment, warum reagiert der nicht? Hallo? Was? Hallo? Jetzt? Mane. Helle Leuchte. Der ist ja... welchen Skin wählt man aus, wenn man vor allem nachts besonders auffallen will? Ich hätte eine Idee. Die helle Leuchte. Danke dafür. Aber die Idee ist cool. Einfach eine komplette Lichterkette mit Schal und Mütze und was hat er hier unten eigentlich? Der ist ja komplett nackt. Aber die Idee ist cool. Alter, das Ding reagiert echt nicht. Das Ding reagiert nur noch auf meine Maus. Der Controller ist obsolet. Oder jetzt doch nicht. Ich weiß nicht, was ich tue hier. Helle Leuchte. Das kommt beim Lego-Scan nicht mal so gut rüber. Ist trotzdem heiß. Aber das ist eine nette Idee für nette Leute. Was ist mit dir, Brudi Knall? Bescherungskugel. Schüttel sie mal. Ja, wie denn? Oh, da ist ein Lama drin. Ein Bäumchen. Zwei Truhen. Und eine epische, also drei Truhen. Wusste ich, war nur ein Test. Das kann der Wald down. Schnauze! Haben wir gesagt, dass die helle Leuchte ist mein Lieblings-Weihnachtsskin, obwohl ich hörte, dass viele sagen, der ist hässlich. Das werde ich entscheiden. Ist der hässlich? Ja, er fällt halt extrem auf. Die Idee ist natürlich sehr gut, eine Lichterkette in einem Skin drin, mit dem Gesicht auch noch versteckt als leuchtende Farben, dies, das. Aber ob er jetzt hässlich ist, schwer zu sagen. Wie Anjan vor ein Treffen beschrieben hat, es liegt im Auge des Betrachters. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, Admiral Knall. Das ist klar, das gediegen. Teil des Funkelteams. Was ist mit dir? Mane. Na gut. Ich fürchte, das wird tatsächlich, wenn es schon noch so dreckig ankündigt, das ist ja nicht wahr. Es wird aber nicht allzu lange dauern, dass ich es doch nicht mehr akzeptiere. Auch wenn morgen Weihnachten ist, es muss ja nicht mein Weihnachten sein. Noch einer, der Weihnachtstrooper. Aber das ist ja ziemlich, ist ja schlecht gelaunt. Die besinnliche Stimmung steckt dir in den Knochen. Das ist er. Und der Bart ist relativ offensichtlich nicht echt. Die besinnliche Stimmung steckt in den Knochen. Immer noch. Die Schädeleinheit. Der Skull Trooper als Weihnachtsmann. Ja? Okay, der hat schon was. Irgendwie. Der Weihnachtsmann mit einem Skelett aufgemalt. Dies, das und dem falschen Bart und alles mögliche. Aber der ist irgendwie... Da fällt mir, eigentlich bietet der sich für ein Video an zum Thema, naja. Egal, vielleicht wähle ich den sogar aus, ich weiß es nicht, ich muss einmal Weihnachtstrooper, gell? Das ist schwierig, ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer was ist mit dir, Digi Bro. Fiese Socke, noch als Backbling, alles schläft und wird dabei beobachtet. Das ist gemein. Albträume hier drin. Das ist nicht schlecht, nicht schlecht, alles schläft, Schädeleinheit, das ist der Stormtrooper. So. Oh, du kranker Mann. Ich check's nicht. Warum? Nein, es ist Weihnachten. Ich check's doch. Ah. Morgen ist Weihnachten. 24 Stunden, Alter. 24 Stunden. Der Prügelzweig. Jetzt hör halt auf. Eine Spitzhacke als einmal ein Zweig von einem Bäumchen. Was ist das da unten? Achso, da ist aber was rumgewickelt. Setze verzweigte Taktik. Verzweigte Taktik. Was für ein Wortwitz. Das ist eine Schädeleinheit mit einem Lama vorne dran. Ich rüste ihn einfach mal aus, weil ich Bock habe. Warum nicht? Her damit. Der Prügelzweig vom Bäumchen. Ich werde nicht mehr. 5 Battlesterne. Was zum Henker ist mit dir, Admiral Knall? Why? So, und jetzt nur mal für so zwischendurch mittendrin für alle, die sich immer wieder dafür beschweren oder am Betteln sind, dass sie gerne Skins, Items, was auch immer haben wollen. Gönnt euch das Fortnite Winterfest. Jetzt mal ernsthaft. Epic haut wieder mal, wie jedes Jahr eigentlich zu Weihnachten, mit dem Winterfest so viele kostenlose Inhalte für euren Spind raus. Und was müsst ihr dafür tun? Gar nichts. Okay, ihr müsst ein was müsst ihr dafür tun, euch ins Spiel einloggen
Und das war's. Ihr müsst reingehen, bei den Aufträgen dann das Zeug tatsächlich einlösen. Und das ist alles. Und jetzt soll mir aber keiner kommen mit, aber der Dreck, der da drin ist, der ist doch Dreck. Das ist nicht wahr. Da sind erstens sind zwei komplette Skins drin, also nicht nur Backblinks und Hängegleiter und Kondensstreifen und Emoticons oder ein paar Spray-Motive. Die sind natürlich alle dabei, aber es sind zwei komplette Skins drin und das sind nicht nur irgendwelche Geier-Skins, die du sowieso wegschmeißen kannst. Die Festtagsboxine, die ist erstens mal für den Anlass perfekt, die kannst du auch immer dabei haben, weil die ist, naja, vielleicht ist sie zu hässlich und deswegen hat sie immer eine Tüte auf dem Kopf oder so ähnlich. Von mir aus, über den kann man noch streiten, wenn man ganz schlechte Laune hat. Aber über den Bushi-Buschkrieger-Ranger-Mann, da will ich überhaupt nichts hören. Es ist nun mal das Bäumchen für pünktlich zu Weihnachten. Aber das ist ja egal, nur weil dann nicht mehr Weihnachten ist, kann man den nicht mehr tragen. Ernsthaft, ihr müsst ja nicht mal jeden Tag reingehen, um das Zeug einzulösen. Ihr könnt einfach nur 20 Tage warten und dann am 20. Tag alle 20 Items an diesem Tag einlösen. Ich will nichts hören. Holt euch die Winterfest-Items. Es ist kostenlos, es ist heiß. Der Bushi-Buschkrieger pünktlich zu Weihnachten. Ich meine pünktlich fürs Winterfest. Ich meine Dezember. Ihr wisst, was ich meine. Haltet doch alle die Schnauze. Kostenlose Sachen kann ich mal besprechen. Weil Epic zu viele heiße Sachen einfach raushaut. Und wofür? Für nix, Alter. Gönnt euch Weihnachten. Es ist Weihnachten vorbei. Ist mir egal. Kostenlose Sachen. Winterfest. Ich bin dabei. Ich glaube, damit eigentlich gar nichts zu tun. Aber holt euch die Sachen, Mann, und nicht beschweren. Oh, ich brauche Skins. Ja, dann hol sie doch. Sie sind kostenlos, Alter. Und jetzt aber weiter bei den Schnittfehlungen drin, dies, das. Es ist der zweite Weihnachtsfeiertag, okay? Das ist, ist okay. Aber heute ist der letzte Tag. Heute ist der letzte Tag, wo es noch okay ist. Digi-Knall. Wo du was schenken darfst. Und selbst heute ist es grenzwertig, weil es schon am 23. wo noch nicht Weihnachten war. Aber es ist alles schon überzogen. Jetzt. Ich wünsche trotzdem frohe Weihnachten. Ich war in der Schweiz, liegt sogar Schnee. Alter, halt doch die Schnauze, du Karl, das meint er nicht ernst. Oh, haben die den Preis gesenkt? Das ist die einzige Frage, die ich habe. Junge, Spinste. Der Lambo. Huracan, STO, meisterhafte italienische Ingenieurskunst, aber nur von außen. Nur von außen, Freunde. Wer jemals in einem Lambo innen gehockt ist, der muss leider erkennen, dass sie mir vom Innenleben nicht allzu viel Ahnung haben. Oder vielleicht machen sie es absichtlich, um Kosten zu sparen. Vollkommen egal. Dit ist ein heißer Wagen. Nein, sie haben den Preis nicht gesenkt. 111 von 10. Oh, optisch haut er schon richtig fett rein. Zwei Felgen sind auch noch dabei. Da steht da irgendwas dabei. Nein, die Felgen. Die Felgen und dann noch die Variante, die ist sogar noch heißer. Goldene Felgen, Alter, V2. Und das ist V1. Jetzt check ich's, wusste ich natürlich. Ja, komm, dann kann ich sogar ausrüsten, weil ich Bock habe. Habe ich jetzt das Auto? Ist ja geil. Ich weiß, was ich tue. Oh, Digga. Und dann sogar noch mit einer Lackierung hier. Diesen Stil bietet nur der Huracan. 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 Da finde ich aber in Blau sogar. Oder? Welche Variante ist heißer? Ah, oh, du kranker Mann, Alter. Das ist alles, was ich sage. Der ist so viel zu teuer. Viel zu teuer. Ist ohne Flachs, Alter. Was ist hier eigentlich drin? Ach so, der untere Teil da. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Die Seitenschürzen. Ich habe mal alles gewusst, wie so ein Auto, wie die Dinger heißen beim Auto, aber egal, Mann, ist doch lange her, lang. Ach, das ist ja nicht normal. Junge, führt das Auto sparen andere Monate, okay, sagen wir wochenlang. Und er sagt mir, wurscht, das reicht nicht. Der Preis ist immer noch übertrieben, ist er definitiv, definitiv. Wie viel waren es? 3.500 V-Bucks für den Lambo. Das ist zu viel. Also bei aller Liebe fürs Vaterland, für Fortnite und für Epic. Das ist schon, das ist. Und natürlich das Dragon Ball Set. Ist das komplette Paket? Ja, natürlich. Ist nämlich Freezer und Cell. Junge, ich wünsche frohe Weihnachten. Frohe zweiter Weihnachtsfeiertag. Weihnachten ist nur einmal im Jahr. Jetzt ist da. Hurra. Freezer. Ein böser Imperator, der das Universum an sich reißen will. Aber zum Glück gibt's ja Son Goku.
der drauf wartet. Vielleicht senken sie den Preis noch und ich kriege die V-Bucks zurück. Wer weiß. Das ist ja vollkommen egal, Mann. Der Braten ist serviert. Du hast die V-Bucks schon rausgehauen dafür. Wie viel hat das Dieselpaket? War das dasselbe Spiel? Aber beim Lambo, glaube ich, geben sie kein Pardon. Freezers Kapsel. Okay, ist jetzt bei er hier hinten dran. Bei der Elfin. Okay, Freezer ist Legende. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele von den Bübens das heutzutage noch überhaupt kennen. Den Original Freezer. Weil es ist schon ganz, keine Ahnung, 20 Jahre her oder was. Na gut, egal, Mann. Und auch noch er. Cell. Der gefährlichste aller von Dr. Gero geschaffenen Androiden. Und der ist auch mit seinem Schwanz da. Der hat ja irgendwie, wer weiß, C17, C18 oder mehr, aufgesaugt. Das war verstörend als Bübchen, kann ich euch sagen. Das allerdings, aber was soll ich denn hier auswählen? Alter, ich bin überfordert. Aber Freezer ist klein. Das heißt, das ist ein guter Skin, weil den sieht man bestimmt nicht. Also wird er ausgewählt. So, hier fällt ja Dragon Ball Sets. Mann, ey, Cells Schale. Da ist er rausgeschlüpft, passt zu ihm. Ist nämlich ein widerliches Subjekt. Die Schale, neben der Zeitmaschine geschlüpft ist. Neben der Zeitmaschine, sowas. Leider gibt es keinen Black Freezer, den würde ich mir kaufen. Ja, wart nur mal ab, Mark. Warum sollten sie jetzt aufhören? Was? Warum? Ich hatte eine Fuck! Nee. Das finde ich jetzt uncool. Ich habe da auch eine heiße Pump. Diese dreckige Scheiß-Fuck. Nee, das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ich hatte First Shot. Ich habe eine gute Pump. Diese dreckige, minderwertige alles. Alter, hau raus. Geiler Typ. Und er ist mein Kumpel, Brudi Rafi. Bringt mich auf Stufe 80. Holt sich den Sieg. Allein.